Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Im letzten Part haben wir den Siedlern hier geholfen und, haben mit Hancock, eine Beziehung angefangen. Ja, mit dem Schnucki hier. Und wir müssen zurück zu Preston normalerweise, richtig, und ihm auch gleich mal Bericht erstatten. So, das mache ich noch schnell, dann kriegen wir automatisch eine neue Quest für die Siedler. Ich werde das aber heute, wie versprochen, nicht weitermachen. Wir werden einmal ein paar andere Quests uns anschauen. Oder zumindest mal eine, das wäre schon was Neues, sage ich mal. Was Abwechslungsreiches. Ich denke mal, vielleicht werden wir mit Sean weitermachen. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Hallo Preston. Wenn du mich fragst, es lohnt sich immer für die Freiheit zu kämpfen. Ja, sowieso. Ich habe die Ghule erledigt, die der Siedlung so viele Probleme gemacht haben. Das freut mich zu hören, General. Mhm. Ist schwer genug hier. Da sollten sich die Leute nicht auch noch um Ghule Sorgen machen müssen. Nee. Ich habe da noch was, das ich mit dir bereden muss. Klingt, als hätten sie es mit Raidern zu tun. Das ist eine gute Gelegenheit, allen zu zeigen, wie viel einfacher es ist, wenn wir zusammenhalten. Okay. Und wo sollte das sein? Außenposten Simonia. Verteidigen soll man das? Ach, scheiße. Jetzt wollte ich das aber eigentlich nicht machen. Mist, verdammter. Ja, was soll's. Hancock? Schatzi? Was hast du denn für mich? Ich war gerade keine gute Gesellschaft. Nix, gut. Ja, servus. Mal schnell entleeren, alles was wir nicht brauchen tun. Ja. Ich glaube, das will ich noch behalten. 45er. Haben wir, glaube ich, niemanden. Oh, doch hier. Ah, okay, dann tun wir die weg. So, Kleidung. So und so. Und dieses und jenes. Kommt auch mal weg. Entschuldigung, Hilfsmittelchen natürlich. Der Flaschenkürbis, das kommt weg. Das kommt weg. Das auch, das auch, das auch und das. Das kommt weg. Ich muss mehr essen. Na, halt. Das wollte ich nicht. Ich wollte das schimmlige Essen reinschmeißen. Den Wein, den Wodka und die Zuckerbomben. Das ist schon mal gut. Bin schon zufrieden so. Ach, verflixt und zugenäht. Wenn es nicht anders geht. Wir werden aber nie fertig, ne? Ich warte jetzt einfach mal. Ich warte jetzt ab, ob die angegriffen werden. Wenn sie angegriffen werden, muss ich halt schnell dorthin. Ich hoffe nicht. Auf jeden Fall, bla bla bla. Railroad, genau. Die müssen wir bauen, damit wir zu den Typen rein können. Also müssen wir jetzt zuerst einmal entweder dem Paladin helfen. Oder wir gehen die Railroad an. Ich würde mal meinen, gehen wir mal hier die Railroad an. So. Wir müssen jetzt einen toten Briefkasten finden. Ja, sollen wir. Der ist da unten. Gut, dann würde ich meinen, mal hier hin porten. Und dann gehen wir einfach zu Fuß dorthin. Ja. Bam. Bam, bam, bararararam. Dam, dil, da, da, dam, di, dam, di, dam. Da, 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 ram, di, dam, di, dam, di, dam. Ich denke mal, den nächsten Skillpunkt werde ich nochmal in Wissenschaft investieren tun. Und dann können wir nochmal unsere Bauerrüstung, sofern ich mich richtig erinnere, weiter ausbauen. Sofern wir eben genügend Materialien dafür haben. Und den übernächsten Skillpunkt, den wir dann machen können, werde ich, glaube ich, mal in die Steampacks investieren. Das wäre vielleicht nicht so schlecht.
dass die mehr heilen, ja, brauchbarer sind, sag ich mal. Weil ich doch hier und da ein bisschen was aufs Maul krieg. Was? Der Deichsel. Schatzi, also hau ihn weg. Hat's was gebracht? Jetzt. Das war's? Alter Schwede, du Mistfink da oben. Was, der ist auch weg. Puh. Schön. Ne? So, her mit dem Klumpert. Was ich tragen soll. Derweil geht's noch, Herzchen. Ich schwöre. Da ist es so ein Abschaum. Ich schieß dir mal ins Bein. Irgendwo hin. So, ja. Da ist noch so ein Depp. Okay, das geht nimmer. Ups, da wollte ich es nicht treffen. Aber, naja. Schatzi, hey, du darfst nicht da vorne hinlaufen. Hey, hallo. Dein Volk ist in ganz... Alles gut? Bitte. Entschuldigung. Zum Glück ist er ein Ghoul, ne? Er ist robuster als die anderen. Jawohl. Irgendwie. Obwohl ich da nicht hin will, ne? Wir haben da einfach so attackiert, diese Schweine. Haben sie hier wenigstens was? Ja. Sind gar nicht so arm, wie sie ausschauen. So, dennoch schön looten. Entschuldigung, aber das konnte ich gerade nicht auslassen. Und wir rennen mal irgendwie. Schatzel, bist du hier? Ja, passt. Wir gehen mal hier lang. So, Sesam, öffne dich. Na, bitte nicht. Bitte nicht. Ja, ja, natürlich explodiert's nicht. Puh. Karamba. Mal was hier ausnimmt. Puh. Da kannst du weg sein. Was? Wie du möchtest, das ist übel. So, bist jetzt endlich hin. Arschgeige. Oh, da ist ja noch so ein Arsch. Der hat meinen armen Hancock verletzt. Du Dreckschwein. So, hin ist er. Noch einer? Wo? Da drüben auch, oder was? Ah, Scheißköter. Ihhh. Ups, das war unabsichtlich. Wo ist jetzt noch einer? Wo bist du denn, Arschloch? Au, oh, irgendwas hat mich getroffen. Oh, wo? Ach so, da oben. Du kleine, miese Kröte. Ja, sicher, versteck dich noch. Ja, Munition wieder alle. Super. Der ist schon mal hin. Und du da oben auch gleich. Jawohl. Ist jetzt Ruhe? Boah, ich bin schon überladen, ne? Schatzel, alles gut? Nicht einmal. Was wurden? Nicht fertig. Da oben. Verstehst? Komm her, du feiges Ass-Dings. Mutanten-Kack-Typi. Wie viele denn noch, bitte? Ist ja nicht zu fassen, oder? Muss man was essen? Wo ist er denn jetzt hin? Hallo? Da ist er. Bam, bam, bam. Aufs Maul. Alter. Aber ich glaube, er kriegt Schaden. Aufs Gefries, jawohl. Noch mehr? Das gibt's ja nicht. Ich habe nichts mehr zu essen. Warte kurz. Genau jetzt geht mir das Essen aus, ne? Ganz klar und logisch ist das. Wo haben wir denn was Großes? Ich brauche da mal was ganz Großes. Eichhörnchen, ein Topf, den fresse ich gleich mal weg. Und irgendwas, wo wir viel haben. Ja, das würde mir gefallen. Das kommt gleich hier hin. Perfekt. Du Dreckschwein da oben. Jawohl.
Haben wir jetzt Ruhe? Unglaublich. Hast du noch was? Nö. Da hat wer seine Hand verloren. Ach, na toll. Schatzel, ich bräuchte mal... Ja, ich bräuchte mal deine Hilfe. Handeln bitte. Echt, wenn es so überrannt wirst, ist das ist halt wirklich wieder typisch, ne? Da soll ich schon mal mich bemühen, weniger von diesen Typen da zu erlegen und erledigen und dann sowas. Hm, das Jagdgewehr wäre auch nicht so schlecht. Boah, 11 Gewicht. Na. Wo ist denn da? Die Dumme. Stark wäre die aber schon. Da tue ich die weg. Die ist stark. Die behalte ich. Kleidung. So, mein armer Hancock. Armes Schatzel. So, schön schleppen. Na, jetzt wieder was Falsches. Meh, ich hasse es. Ich hasse es. Immer das Falsche. Herrschaftszeiten. So. Mann, Mann, Mann. Entschuldigung. Kleidung. Und anziehen. Passt. Na, nicht so. Da. So. Ach, so. Da ist auch jemand eingegangen. Das schaut schon wieder verdächtig aus. Als wenn da jeden Moment wieder so eine Todeskralle raushüpft. Jetzt ist aber... Du Scheißding. Ist ja unfassbar. Jetzt wollte ich nur mal reinschauen zum Looten, verstehst? Und dann sowas. Arschlochblödes. Jetzt soll ich mir das jetzt Ganze holen? Okay. Na. Was hast denn du für ein Problem? Sehr gut geschlagen, Schwester. Ja, danke, Spatzel. Ist ja fürchterlich sowas. So, das nehme ich noch mit. Weil das ja eigentlich streng gesehen Zeugs ist, die wir für den Aufbau unserer Siedlung gut gebrauchen können. Ja, der Rest kann mit Bugloi rutschen. Wirklich wahr. So. Mein Machtwort dazu. Rims. Wir müssen ungefähr irgendwie darunter. Okay, komplett falsch gelaufen. Ich halt. So. Wah. Also darunter. Ist hier im Müll noch was drin? Nö. Also irgendwie hier so lang. Dann da mal raus. Ich vermute da mal rüber. Und dann... Aha. Schaut schon nicht so schlecht aus. Ah, da ist er schon. Der Briefekasten. Stocktons Holoband. Triff dich mit dem alten Stockton. Da drüben ist ein Meierlurk. Ziel auf die Augen. Ein legendärer auch noch. Das ist nicht schön. Auf die Augen ist gut gesagt, ja. Auf die Füße musst du. Nach Möglichkeit nicht auf den Panzer. Da ist noch ein legendärer. Nicht auf den Panzer, schön auf die Füße. Beim Panzer bringt es nichts. Da kriegt das Viech nämlich zu wenig Schaden. Jetzt komm, lass dich treffen. Wow, schön. Schön, das hole ich mir jetzt aber, Flotti. Die haben... Boah, das Dreirad hat mich gerade erschreckt. Das, die haben nämlich gar nicht mal so schlecht... Huch, verdammt, ich habe schon nicht geschaut. Irgendein Item halt bekommen, schon wieder. So, da gehen wir wieder zurück. Da gehen wir hier hin. Warte mal. Das Holoband. Das heißt, kann man das hier so... Nein, ne? Also hier... Na, Inf. Inventar, so. Nicht Inf. Da, so. Diverses. Da müsste jetzt irgendwo dieses Holoband sein. Vielleicht ist es gar nicht so schlecht, wenn wir uns das anhören. Da haben wir einige Holobands zum Anhören, leider. Da, ba, ba, bam, bam, bam. R, S, T. S, T, S, T. Da. Update. Beobachtete ungewöhnliche Aktivität hat aufgehört. Fenster ist offen für Kontaktaufnahme durch schweres Kaliber. Aber es muss sofort gehandelt werden.
Das Paket befindet sich noch immer in meinem Besitz. Es ist hier aber nicht mehr lange sicher. Mhm. Ende. Ende aus. Jawohl. Schnucki, wir sind unterwegs. Super. Dahin bohren. Das ist ja Kamott. Das ist ja richtig praktisch, dass wir das schon alles entdeckt haben. Ja, da geht es recht rasch vorwärts. Vorwärts Marsch zum Sieg. Jawohl. Lade, 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 lade. Scheiße, willst du mich verarschen? Was? Jetzt sind hier auch noch... Boah, ey, jetzt sind hier Raider. Super, was hab ich denn... Alter, die Waffe, ne? Ja, Alter, bleib stehen! So. Wo kommt er? Wo kommt er? Links, rechts, vorne, hinten, zurück. Hallo? Da. Passt der schon mal hin? Wo ist der nächste? Hancock, Spatzel. Du dreckige Kuh. Entschuldigung. Jetzt habe ich die Kühe beleidigt. So, her mit dem Klumpert. Ah, langsam. Ja, ich habe es befürchtet. Ich bin schon wieder voll. Spatzi, hoch mit dir. Sag einfach, was du brauchst. Kannst du noch was tragen? Zufällig? Das habe ich dabei. Ja, nicht, das ist mir momentan wurscht. Es geht darum, ob du noch was tragen kannst, Herzchen. Ja, von mir aus, das auch. Und, die ist ja toll. Eine Schrott. Cool. Also die gefällt mir schon mal. So, das und das und das und dieses noch. Und das, wenn es noch geht. Nein, bist schon voll. Ein bisschen Platz habe ich selber noch. Das ist schön. Ah, da hinten ist noch so ein Depp. Mist, ich muss bald in die Ding zurück. In die Siedlung. Du bist tot. Geh komm. Geh sterben. Du kannst das. Bestimmt. Jawohl, getroffen habe ich sie schon mal. Na, jetzt natürlich nicht mehr. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Jetzt ab. Jawohl. Super. Ich nehme das noch mit, das auch, aber den Rest lasse ich mal. Sonst bin ich wieder voll wie ein Christbaum. So, die müssen noch ein Stückchen laufen. Halt, vielleicht da runter. Könnte jetzt gerade ein bisschen falsch sein. Oder auch genau richtig. Darauf, darauf. Darauf. Und jetzt? Da dahinter? Wie soll man dahinter kommen? Die Richtung oder die Richtung? Wahrscheinlich dann die Richtung. Aha. Auf jeden Fall schön geschützt, alles zusammen. Schade, ich hatte gehofft, dass ich hier raufhüpfen darf. Hallöchen, gibt es hier denn irgendwo einen Eingang? Ja, doch, hier. Angeblich super. Bezahlt Bunker Hill die Raider, statt sie einfach zu erschießen. Wo bleibt da der Sportsgeist? Aha. Jedenfalls, die hier haben wir gefunden. Das ist super. Und ich muss mal kurz porten. Es tut mir leid. Wir haben jetzt den Punkt hier sowieso. Also schnell hier hin. Alles rausschmeißen, wieder zurück. Sorry, dass ich so viel geplündert habe, aber in diesem Fall ging es nicht anders. La 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 la. Hopp, 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 mach schneller, schneller. Der Harry Bart ist schon wieder um. Zumindest fast. Na mach. Brav. So. Hancock, komm doch bitte mit, Spatzel. Komm. Bei Fuß. Ja, komm. Ja, so ist fein. Ja, komm. So, passt schon mal. Hätte ich mir eigentlich sparen können. Alles nehmen. Ja. Und nochmal handeln. Und... Drei Spitz und Tee.
Bitte schön. Vor. Scheint wirklich was zu werden. Ja, vor allem diese Früchtchen hier hätte ich gern. Bitte. Na, so halt nicht. Komm, für den Kleber. Ja. Na toll. Ich latsch wirklich nur. Die will ich gerne ernten, weil von denen haben wir immer zu wenig. Mais auch gleich. So, das müsste jetzt hoffentlich passen. Und diese Beeren hier auch. Das brauche ich nämlich alles dann wieder für den Kleber. Damit wir hier bauen dürfen und können. Chepper, 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 chepper. Chepper, 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 chep, chep, chep. So, perfekt. Endlich haben wir das Ziel hier erreicht. Der gesamte Schrott ist schon mal weg. Dann die Waffen. Du musst weg. Du und du und du und du. Die da sowieso. Die zwei. Die will ich noch behalten. Die kommt weg. Ui, die wäre auch sehr stark. Aber halt auch sehr schwer. Die kommt weg. Die behalte ich. Und die Laser-Ding tue ich auch mal weg. Dafür. So. Kleidung. Hier einmal. Und dann der Rest hier. Dab, 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 dab. So, noch mehr, ja. Achtung, nicht verdrücken. So, Suki. Gut gemacht, Suki. Brav. Fleisch. Ja, das kann rein. Der Mais freilich. Die Melone selbstverständlich. Das auch. Die Mutterbeere. Das darf rein. Die Keulen werden wir bald wegfressen. Essen, Entschuldigung. So, das kann ich noch behalten. Das auch. Das kommt weg. Ja, wir werden immer leichter. Das ist ja super. Mein Abnehmprogramm hilft. Ich freue mich. Super. Perfekt. Und schnell zurück. Und zwar hierhin. Sofortigst. Sehr gut. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. La de la de la de la la li la la la. Na los, mach hinne. Bam 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 dam di dam da dam dam di da 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 dam di da da da. Komm, sei ein braves Spiel und lade schneller, bitte. Komm. Welch schöner Ladebildschirm. Ja. Die schöne grüne Schrift. Oh, jetzt ist er weg. Was? Was? Karawane, Raider, nur ich. Was? Was? Ich sagte Karawane oder Raider. Zu wem gehörst du? Nochmal die Frage. Na, ich bin ich. Ich bin allein hier. Selbstständig, was? Ja. Okay, komm rein. Aber keine Schießerei. Der Markt hat geöffnet. Du kannst handeln, so viel du willst. Danke. Niemand sichert einen Ort so ab, ohne etwas Wertvolles zu haben. Da hast du recht. Das ist wieder sehr verdächtig, ne? So, die Buffen tun wir aber da mal weg. So, dann gehen wir mal glubschen, oder? Hallo. Ich suche jemanden Bestimmtes. Wo ist denn der? Keine Ahnung, wie dieser Obelisk überhaupt noch steht. Ja, das habe ich mich auch sein, wenn er zusammenkracht. Yep, ich auch nicht. Hallo. Wer bist du? Edward. Hallo. Wir Servus. Müssen uns unter. Warum? Hey. Wieso? Du wirst sehen, ich bin sehr hartnäckig. Ja, schön für dich. Da ist er schon. Servus. Grüße, mein Freund. Dürfte ich fragen, ob du vielleicht einen Geigerzähler hättest? Ein bisschen Jet. Und dann ist Warum es fragst du? Warum fragst du? Wir erwarten in Kürze eine neue Lieferung von Geigerzählern. Plünderer haben sie in einem verlassenen Vault gefunden. Schau später noch einmal vorbei. Vielleicht habe ich dann eines dieser lebensrettenden Geräte für dich. Ach so, das... Ah, ja.
du bist wegen dem Geigerzähler hier? Ja, Entschuldigung. Gegenzeichen, Entschuldigung. Meiner ist in der Werkstatt. Genau. Du? Ich hätte mit einer besser bewaffneten Person gerechnet. Du gehörst zu unseren gemeinsamen Freunden, nicht wahr? Jupp. Du brauchst Hilfe. Verdeckt sprechen, ganz recht. Gehöre zur Railroad. Verdeckt sprechen? Gehen wir mal davon aus. Natürlich. Du bist neu, oder? Du musst nur wissen, dass das hier der erste Halt für alle neuen Pakete ist. Hm. Also ist es wichtig, dass hier alles sicher abläuft und es keine unnötigen Verzögerungen gibt. Gut. Warum hier starten? Verdeckt sprechen, Verzögerungen sind schlecht. Genug herumgeredet. Verdeckt sprechen? Ein Händler muss seine Ware immer effizient weiterleiten. Besonders bei so empfindlicher Ware. Ganz genau. Mein aktuelles Paket ist jetzt schon deutlich zu lange in meinem Besitz. Ich soll das Paket an einem Ort in der Nähe abliefern. Aber Raider verkomplizieren die Angelegenheit. Mhm. Könntest du also... Sicher, her damit. So gut wie erledigt. Verdeckt sprechen, Ort der Lieferung wechseln, nur der Schläger. Na, verdeckt den sprechen. Den reibungslosen Ablauf einer Lieferung garantieren? Kein Problem. Die Lieferung soll nachts stattfinden. Wenn du also alle unerwünschten Elemente vor dem Abend beseitigst, können wir sie noch heute durchführen. Wir sehen uns. Na gut. Dann machen wir das mal, ne? Wohin denn? Da oben droben? Nein, nichts da oben drum. Da drüben schon wieder. Na, dann porten wir uns wieder, ne? Ich mag den, ich mag das Schnellreisen. Wirklich wahr. Das ist echt praktisch. Geht schon, gehen wir Vollgas, lalilalila. Welch schöner grüner Knopf. Tada. Perfekt. Und will jemand wieder auf uns schießen? Derweil nicht. Was doch, tatsächlich. Jetzt sind sie schon... Ich krieg einen Schirm. Das ist halt echt unglaublich, ne? Hancock, duck dich. Hast du noch mehr? Noch jemand? Schaut gut aus. Dann fress mal, ess mal was. Mann. Da werde ich gleich wieder extremst überladen sein. Ich nehme nur das mit. Die ersten zwei Sachen, den Rest. Ich weiß echt nicht. Da wird schon wieder geschossen. Herrschaftszeiten. Ach, nehmen wir's mit, das Klumper, das hilft dir nichts. Da bin ich schon wieder überladen gleich. Hundertprozentig. Wo wird denn schon wieder geballert? Jedenfalls, sie müssen irgendwie darüber. Nachgeladen ist, das ist schön. Einmal mal ein Stück. Huch. Da herüber. Na komm, hau ruck. Irgendwie glaube ich landen hier gleich Paladine. Ah, da. Da haben wir's. Hm? Unterhalb. Puff, 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 puff. Raider und rein ins Kreuz, moa. Du Trottel, 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 Trottel. Wer bist du? Ein Raider abschauen. Boom. Na, schau, triff ich nix? Hallo? Geht ja. Na, jetzt aber. Ich glaube, ich spinne, ey. So. Puff. Da oben ist einer. Ich hoffe, dass ich ihn da treffe. Ein Supermutant. Boom. Da ist, glaube ich, ein Auto explodiert. Yep. Eindeutig ein Auto. Das war mal ein Auto. Seife. Kann man immer brauchen. Wo redet die denn bitte? Irgendwo müssen wir da jetzt... Da ist so ein Chopper. Komm raus.
Jawohl, schön ins Kopferl. Hurra. Fertig? Oh, schön. Die Waffe weggetreten, wie im Film. Supi. Das heißt, hier ist nichts. Ist da was drin? Nein. Horuk. Ist hier noch was? Jawohl, ja. Und hier auch. So, wo darf ich da jetzt hin? Darüber. Da, ram, di, da. So. Warten, 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 warten. 30 Jahre auf die Person, die da kommen sollte tun. Da steht sie fisch und nun. Hallo, H222. Der alte Stockstar. Die Luft ist rein, denke ich. Yep. Das hier ist H222. Servus. H2, das ist der Mensch, von dem ich dir erzählt habe. Ja. Es ist meine Ehre, seltsamer Name. Mach schnell, H2 begrüßen zu formell. Nein, begrüßen. Schön, Servus. Schön, dich kennenzulernen, H2. Noch ein Mensch, oh, der sich tatsächlich freut, mich zu treffen. Ja, daran natürlich. Muss ich mich erst noch gewöhnen. Denk dran, was ich dir gesagt habe, H2. Ich werfe das Signal an. Das heißt... Aha. Und erledigt. Ich gehe dann mal. Pass auf H2 auf. In Kürze wird jemand kommen. Alles klar. Kontaktperson. Na? Und? Hey, geht's dir so? Es ist wahrscheinlich sicherer, wenn ich nichts sage. Ich will dich keiner weiteren Gefahr aussetzen. Oh. Du kannst nicht reden? Sarkastisch. Weißt das zu schätzen. Gehen. Ja. Das weiß ich zu schätzen. Ihr seid so... Mhm. Tja, für mich hat noch nie jemand den Kopf riskiert. Och, gö. Ich wollte dir danken. Ja, die gerne. Welt ist überwältigend. Aber dank Leuten wie dir fühlt es sich richtig an, hergekommen zu sein. Oh. Ich habe viele Fragen, gern geschehen. Besseres Leben. Zu rührselig. Na, gern geschehen. Gern geschehen. Das tut ihr. Du kannst dir nicht vorstellen, wie dankbar ich dafür bin. Schön. Ah! Hi-Rise. Servus. Ruhig. Nicht schießen. Bullseye. Richtig? Hab schon von dir gehört. Bist dem Weg der Freiheit gefolgt und hast beim Switchboard aufgeräumt. Freut mich, dich bei uns zu haben. Mhm. Paket abholen. Railroad-Zeichen. Schön, dich kennenzulernen. Müssen los. Na, zuerst das Zeichen. Hast du einen Geigerzähler? Oh, ganz recht. Meiner ist in der Werkstatt. Gut. Gut so. Jetzt schauen wir uns mal unseren Freund an. Hey, du, alles in Ordnung? Ein bisschen nervös, aber es ging mir nie besser. Der andere Mann, er hat gesagt, ich soll nicht zu viel reden. Da hat er recht, H2. Du brauchst einen echten Namen und ein neues Gesicht. Aber dazu kommen wir noch. Mir sind noch mehr Raider gefolgt. Wir brauchen wohl noch mehr Hilfe. Anwesend. Neues Gesicht. Der Auftrag. Ich erledige die Raider. Mach du es. Na, ich mach das schon. Mehr Raider? Kein Problem. Ihr schweren Kaliber aus dem Hauptquartier macht keine halben Sachen. Wir müssen Nö. Zum Unterschlupf Ticonderoga. Das ist mein Zuhause. Viele okay. der neuen Synths kommen dort unter, bis wir sie aus dem Commonwealth schmuggeln. Mhm. Was hat es mit Ticon auf sich? Gehen wir. Nett von dir. Bringen wir es hinter uns. Nein, ich frage ein bisschen Macht nach. Macht ihr dort sonst noch was? Wir kümmern uns hauptsächlich um die Neuankömmlinge. Die haben für gewöhnlich 1000 Fragen, die ich beantworte, so gut ich kann. Und selbst haben wir auch ein paar Fragen über das Institut und so weiter. Ab und an kommen Agenten vorbei, um sich vor den bösen Jungs zu verstecken. Langweilig wird es nie. Ich gehe vor. Alles klar. Ich hoffe, wir kriegen das hin. Zur Not, ich speichere mal. Weil, ihr wisst ja Bescheid, ne? Ich plus Schusselig ist gleich Weib. Im schlimmsten Falle. So, wahrscheinlich kommen jetzt 2 Todeskrallen, 25 sonst irgendwas. Ich muss mal schauen, welche Buffen habe ich denn jetzt eigentlich ausgerüstet. Für den Fall der Fälle, dass es jetzt gleich heiß hergehen wird. Ich habe den Ghoul-Töter. Ich bin mir jetzt sicher, ob die so klasse momentan ist. Und deshalb, wo ist denn jetzt die gute? Würde ich gern diese Kampfflinte ein bisschen probieren. Ich weiß, ich habe nicht so viel Schuss. Ein Schrottgewehr ist das sogar.
Ei, Karamba. Da muss ich weit nach vorrücken. Ah, das ist nicht so gescheit. Ah, 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 Kampfmesser. Ja, haha. Wo ist jetzt die andere Buffen? Der wird daheim gelassen, ne? Ich Schlaufuchs. Ja, dann nehmen wir halt derweil. Ja, ist ja wurscht. Nehmen wir die Flinte und die Geschichte hat sich's. Ja, nehmen wir die. Gutes. Hat immerhin 8 Schuss. Geh weiter. Ja, lauf. Such. Ja, such. Wo ist das Leckerli? Wir sind genesen, das ist gut. Na, ihn will ich nicht erschießen, um Gottes Willen. Da vorne ist so ein Krüppel. Ah, ja, schau. Na, was? Was zum Teufel? Oh! Alter Schwede. Ja, das hat super hingehauen, ne? Leicht buggy. Hoppala. Boah, das geht gut. Da brauche ich echt nicht so viel Schuss. Chopper, wo bist du? Man wird dich nicht mehr wiedererkennen. Ah, da ist Chopper. Komm her, Chopper. Huch, da vorne ist noch so ein Chopper. Ich kann nicht mehr laufen. Die Luft ist rein. Aufgepasst. Was Schnucki? Soll ich tun? Ich bitte dich, hilf mir schleppen. Na, jetzt. Reichlich vorhanden. Bitte, hilf mir wieder schleppen. Ich bitte dich, Schatzel, trag doch mal die Einkaufstüten, ja? Damit ich in Ruhe meinen Smoothie trinken kann. Ja, Moment, falsch. Ja, der kann weg. Ja. Ja, und... Von mir aus, weg damit. Scheiß der Hund doch drauf. Passt. Sind wieder ein bisschen leichter geworden. Unbedingt nachladen. Boah, ich mag diese Schrot hier. Die ist echt stark. So, und? Hier, lauf. Schau, wie der mir aufs Wort gehorcht. Nicht schlecht. Gut abgedichtet. Gut abgedichtet. So, such, such. Da tut gerade was komisch. Bist du das? Oh oh, Supermutanten. Und jetzt? Okay. Hoffentlich kommt da keine Meierlock-Königin. Ich habe nämlich keine Atombombe mit. Das Wasser ist immer so ein bisschen unheimlich. Wenn man das schon mal erlebt hat. Durfte. Erleben durfte. Halt. Da vorne wird schon wieder scharf geschossen. Kann das... Also nicht nur kann das sein. Es ist auch so. So, und jetzt? Und da sind wir auch schon. Eine ganz normale Nacht für einen Agenten, was? Naja, irgendwie war es dark, aber ist ja wurscht. Ist das normal? Nicht plaudern. War einfach. Kein Babysitter. Jo, war einfach. Gehört alles zum Service. Ich glaube, ich werde dich sogar noch mehr mögen als Glory. Wenn du je Essen, Kugeln oder auch nur ein Nickerchen brauchst, komm mit dem Aufzug hoch nach Tycon. Bist stets willkommen. Aber jetzt muss ich mich erstmal um H2 kümmern. Bis später. Vergiss das O nicht. Deichsel! Der arme Brahim! Was geht denn da schon wieder ab? Da drüben. Raider abschauen. Was haben wir entdeckt? Armes kleines Brahim. Was geht denn da schon wieder ab? Na, da treffe ich noch nichts. Ich muss weiter ran. Also näher ran. Was tut's denn da schon wieder, ihr Schweine? Halt! Ich will ins Kreuz schießen. Hallo? Geht ja. Ja, sag einmal. Und du. Du sowieso. Oh, der ist auch erledigt. Wen tun die dann schon wieder angreifen? Ich dachte, das war wieder ein Händler oder so. Stirb weg, du Sau. Aha, da muss ich näher ran. Komm her, du Schwein. Stirb!
Geld, ja. 60? Wow, die sind echt nicht schlecht, ha? Na, da treffe ich nicht drauf, da habe ich gar keine Chance. Bist du ein Feind? Karawanenwache? Nein. Kein Feind. Ödländer, da treffe ich nicht. Da so vielleicht. Eventuell maximal. Nee. Rufen wechseln. Erlöser. Erlöser? Die Pistole. Na, die will ich haben. Na komm raus, du Schwein. Da, weg mit dir. Noch jemand? Na. Karawane, Karawane. Alles gut, H2? Wir müssen weiter. Was? Der ist auch da? H2 nix da sein. Wir gehen heim. Wer schießt denn da schon wieder? Ist hier niemand mehr? Wo denn? Da. Oh, das ist High-Rise. Entschuldigung. Wen habt ihr jetzt bitte umgenietet? Hi, Schatzi. Puh. Ja. Das nennen wir mal aufräumen hier. Mhm. So. Na, bitte die Nudelschale will ich noch mitnehmen. Den Süßkuchen. Den weißen. Ja, kann ich schon alles mitnehmen. Ne? Jetzt muss ich aufpassen. Hancock kann, glaube ich, nichts mehr tragen. Wie schaut es mit mir aus? Wahrscheinlich auch voll wie ein Christbaum, ne? Na, ein bisschen geht noch. Dann nehmen wir noch das von der Dame damit. Oder den Herrn, ist ja wurscht. So, und da noch die Patrönchen. So. Na gut, ihr Lieben. Ich glaube, das war's wieder für heute. Wir schauen noch ganz schnell, ob ich das da drüben erkunden darf, zum Zwecks Hinbohrten und so. Ich glaube, das war's eh zum schon, also als erkundet gezählt tut es haben. Hoffe ich. Ich glaube schon. Passt schon. Na fein, ihr Lieben. Beim nächsten Part werden wir abgeben gehen, denke ich mal. Ja. Bericht erstatten. Das machen wir nicht mehr heute. Und dann schauen wir mal, welche neue Mission wir kriegen. Ihr Lieben, ich jausne mal. Ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.